wirst es nicht glauben. Aber du hast mal hier reingepasst. Ich hab dich hochgenommen und zu deiner Mutter gesagt, der Kleine wird mal der beste Junge der Welt. Der Kleine wird mal so gut, wie es überhaupt noch niemand war. Und du bist groß geworden, hast dich prima entwickelt. Es war toll, das mit anzusehen. Jeder Tag war ein besonderes Geschenk. Die Zeit verging und plötzlich warst du ein Mann. Du musstest dich der Welt stellen, das hast du getan. Aber irgendwo unterwegs hast du dich verändert. Du hast aufgehört, du selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben. Einen großen Schatten. Ich will dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ja, Leute, so haben wir uns das auch nicht vorgestellt, dass das jetzt die finale Version sein soll. Ja, man kann nur sagen, du Scheiße. Also, wir sind vertröstet worden, wir haben den Schlepper einen Auftrag gegeben, so, wir wollten ihn in Schwarz haben, alles ein bisschen nachgucken, ja. Da sind so viele Dinge verkehrt gelaufen. Ja, wenn man mal ganz anfängt, wir haben unseren 711er verkauft, weil wir den LKW haben, der die Transportarbeiten übernimmt, was eigentlich die meiste Arbeit von dem Träger damals war. Und er hat dann das letzte Jahr 80 Stunden oder 100 Stunden bei uns gemacht und das war ja einfach zu wenig. Und wir brauchen den eigentlich nur noch zum Pflügen oder mal von der Berechnungspumpe. Und dafür haben wir uns gedacht, ja, so einen 956 hatten wir auch schon mal früher. So einen schönen Oldtimer. Der wird vielleicht mal im Wert auch noch steigen. Und er sollte dann auch ein bisschen fertig gemacht werden. Da waren ein paar Kleinigkeiten an, was normal ist. Dass mal hier irgendwo was leckte oder so. Aber. Ja, und dann wollten wir ihn in unsere Nationalfarbe haben, was auch kein Problem war. Man ist sich da einig geworden. Ja, dann musste er denn nochmal zum Lackierer. Ja, und wie wir ihn dann, wie der Mittwoch kam und wir uns richtig gefreut haben, Michael und ich, und wir denn da hingefahren sind. Ja, da haben wir uns nur angeguckt und gesagt, Mann, das kann doch nicht angehen. Da ist nichts passiert. Also da das sah so aus, als wenn du beim Auto einen Steinschlag mit einem Pinsel wegmachst. Da wurde nichts neu lackiert oder so. Und da haben wir uns dann aber geeinigt um Preis und alles. Dann haben wir ihn mit nach Hause genommen. Ja, und er sollte dann nächsten Tag gleich Erde fahren. Ja. Ich dann mit einem kleinen Vario hinterher. Ja, jeder 2,8-Tonner. Ja. Da habe ich schon gleich gemerkt, dass irgendwas, also der Träger hatte überhaupt keine Leistung. Das konnte man gleich merken. Wenn ich mit dem Vario hinterher fuhr, der hat gleich wesentlich mehr gezogen. Und naja, dann sind wir gefahren, haben die Erde geholt zu unserer anderen Hofstelle hin, haben da auch noch abgekippt. Und man sah auf dem Video vorhin, das haben wir ja gesehen, dass die Radbolzen los sind. Das haben wir uns im Nachhinein haben wir das auch gesehen auf dem Video.
beim Film achtet man da natürlich nicht drauf und ein normaler Mensch guckt auch nicht da drauf, ob der Radbolzen fest ist. Wenn man den von der Werkstatt abholt, dann hat man ja das Vertrauen. Du verlässt dich da auf. Und denkst, ist alles fest. Naja, und dann sind wir losgefahren, ich hinterher, dann waren wir in der Kurve und ich sah, das Rad eiert. Ich habe sofort das Handy gezogen, ich wollte Papa anrufen, du musst sofort anhalten. Und dann waren wir gerade in der Geraden und dann flog das ganze Ding weg. Das flog in die Luft, ganze Kotflügel verbogen, 3 Meter hoch und dann 100 Meter ins Stück rein. Aber das war Adrenalin pur. Ich dachte, das geht zu Ende hier. Ich habe Handgas am Anschlag, dann läuft der 43, 44 und dann hängst du da schief auf dem Sitz, ne? Und ja, hältst dich fest und brippst auf die Bremse. Also das war kein Spaß mehr. Das ging immer nur noch hin und her. Man sieht ja auch, das Vorderrad vorne rechts ist ja in der Luft. Du konntest sozusagen auch nur noch mit einem Rad lenken. Hinten, das kam auf, Bremswirkung war nicht viel da. Die Anhänger haben ihn dann noch festgehalten, das sah man auch. Ja. Und ich fuhr ja gleich dahinter, gleich ausgestiegen. Papa kam auch nicht sofort raus. Ich dachte, er wäre jetzt zu Ende. Wenn da jetzt noch ein Baum gestanden hätte, dann wäre das vielleicht noch anders ausgegangen. Und dann war aber bei Papa glücklicherweise nichts. Wir haben dann den Verkehr abgesichert. Und dann hat Papa sofort bei der Werkstatt angerufen. Ja, und du hast gleich die Anhänger eben auf die Weide da gefahren vom Kollegen, dass die runterkommen, dass wir nur, weil der Trecker stand ja wirklich auf der Straße, da auf der Fahrspur, abgesichert, jeder gleich die Warnweste an. Und dann haben wir den Kollegen da angerufen und der sagte ja auch gleich, du, da fährt jetzt gleich einer los. Und wie lange haben wir da gestanden? Ich glaube 2 Stunden, ne? Ja. Und dann pisste und regnete das immer, ne? Du wirst ja mal besser zu Wege, ne? Und aber das Beste war ja, wir beide stehen da, Warnweste an, Warndreiecke und die Polizei fährt da langsam an vorbei. Die ist nicht angehalten oder so? Nicht angehalten, halbe Stunde später kommt sie wieder. Fährt auch vorbei. Super. Naja, und jeder kann sich vorstellen, bei 43 km/h, wenn das Ding da abgeht und auf die Erde haut, wollen wir den Trecker auch nicht mehr behalten. Wir sind uns da einig geworden, er hat ihn angekauft. Das Thema ist erledigt. Wer weiß, was da alles kaputt sein kann, verzogen sein kann. Da kann so viel sein. Und du hast auch einfach kein Vertrauen mehr im Trecker. Wenn du jetzt da den Reifen draufsteckst und das fertig machst und du fährst damit los, du denkst ja jedes Mal, der Reifen fällt ab. Ja, obwohl ich morgens wirklich ein geiles Gefühl hatte. Ich habe so einen Trecker ja schon mal ein paar Jahre gehabt früher. Das ist einfach ein schöner Büffel so, ne? Das ist ein richtiger Oldtimer und da mal einen Tag mit arbeiten oder so. Aber so beim besten Willen, das hat so keinen Zweck mehr. Du fragst dich ja, du hast kein Vertrauen mit dem Trecker, wie ich das eben schon sagte. Du denkst ja, wo sind noch Schraubenlose? Ne? Du fragst dich ja, fällt ja jetzt noch irgendwas ab? Ja. Oder fackelt er den noch ab? Und dann ist die Lackierung auch noch. Und dann ist der beste Weg gewesen für uns. Hier ist der Schlussstrich. Und wir werden jetzt erstmal auch keinen großen kaufen. Wir sind jetzt erstmal ein bisschen abgeschreckt von dem ganzen Scheiß. Gerade auch, weil es 7 Monate immer gedauert hat und man hat sich immer gefreut und dann ging es doch nicht, dann hingefahren und wieder nach Hause hingefahren und dann war es wieder nicht. Und da haben wir erstmal jetzt keine Lust drauf. Wir sind 7 Monate so klar gekommen mit unseren anderen Trägern. Ja. Vorpumpe, egal was, alles so geklappt. Und sonst sagst du eben mal einen Lohner Bescheid, dann macht der das auch eben. Genau. Und aber es ist schade. Es ist echt schade. Also für den Träger ist das wie eine Notschlachtung. Ne? Also das ist unschön. Ja. Ja, das war jetzt die finale Version. Schade, dass das so gelaufen ist. Wir hatten auch schon richtig Ideen, wie wir filmen und das sollte ein richtig geiles Video werden. Aber ja, das ist es leider nicht geworden. Das ist ja. Nee. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir haben alles erzählt dazu. Ja, ist schade. Aber wir wollten gerne. Ja, dass unsere Freunde das auch alle wissen, was da jetzt mit passiert ist, weil schon so oft nachgefragt wurde. Und wir wollten euch das einmal zeigen, erzählen. Und dann wisst ihr jetzt ja, dass von dem 956 in Zukunft keine Videos mehr kommen werden. Das war das letzte jetzt. Und ja. In diesem Sinne würden wir sagen, das Leben geht weiter und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß, genießt die Sonne.